wunderschönen guten Morgen aus meiner Küche. Hallo, fokussierst du mich bitte? Ich nehme euch heute wieder mit durch unseren Tag. Wir haben mittlerweile aber schon 12 Uhr, ja Montag. Das heißt, es ist schon gleich wieder Mittagessenszeit. Und ich habe heute Morgen Milchbrötchenteig angesetzt. Das heißt, den werden wir jetzt machen. Den gibt es heute Mittag Milchbrötchen einfach für die Kinder. Und ich werde versuchen, da mal ein bisschen von diesen Zimtflocken mit einzuarbeiten. Mal schauen. Ich hole jetzt erstmal den Teig raus. Den habe ich im Backofen jetzt gehen lassen. Den hole ich mal schnell. Hier ist das gute Stück. Der ist schön aufgegangen. Ich setze euch unten mal rein, woher ich diesen... super, ich spreche mit meinen Brüsten. Ich setze euch unten mal rein, woher ich diesen Teig habe. Den werde ich jetzt mal machen soweit. Der wird ausgerollt, eingeteilt und in kleine Brötchen gesetzt. Und dann machen wir die in den Backofen. Genau. Jetzt habe ich das aufgeteilt gehabt, den gleichen Größe Stück. Ich habe es ausgerollt und dann mit einem Teig Portioniere aufgeteilt. Hier die Reihe ist mit diesen Zimtflakes, die ich gekauft hatte. Und dann haben wir zwei Reihen ohne irgendetwas und die zwei hinteren habe ich mal mit diesen Schokodrops probiert. Und die Annemarie ist hier ein kleines Mehlmonster und Schokoladenmonster. Ja. Oh, unser Telefon klingelt. So sehen die jetzt aus, fertig. Ich hab, ja, Schatz? Ja, du darfst auch gleich gucken. Ich heb dich hoch. Ja, warte noch mal kurz. Die Felice, was machst du hier gerade? Ich mache Kartoffelchips. Hast du das von der Schule bekommen, das Rezept? Cool, also ich bin mal gespannt. Das hier ist die Reihe Zimtbrötchen, das ist die Reihe Milchbrötchen, hinten Schoko. Mira. Ich habe hier jetzt gespült. Die Mädels dürfen gerade eine Folge Paw Patrol gucken. Also Annemarie wollte das gucken. Ich mache gerade Mittagessen. Es wird Buttergemüse geben, ein paar Chicken Nuggets, Dino und ein paar Nudeln. Das war's. Wir kochen ja eigentlich immer abends, aber im Moment haben die mittags und abends so einen Hunger. Das ist echt. Die sind irgendwie auch gefühlt den ganzen Tag am Joggen, Sport machen, oben ihre Sportprogramme durchziehen. Ich weiß auch nicht. Ich hätte mal gern diesen sportlichen Elan, aber das wird es jetzt geben. Was ich euch noch sagen wollte, das Leben einer Großfamilie. Wir kaufen Prittstifte mittlerweile in Verkaufspackungen. Seht man, man kann sogar den Europreis hinschreiben. Also den Preis hinschreiben. Europreis war jetzt falsch. Ja, weil irgendwie brauchen die gefühlt, wenn Schule wäre, jede Woche einen Prittstift. Und jetzt haben wir mal welche auf Vorrat da, aber ich habe keine Lust, jedes Mal einen einzelnen zu kaufen. Die gehen ja nicht kaputt, deswegen haben wir jetzt Prittstifte hier. Was auch ankam, waren die Ostergeschenke. Ich muss etwas flüstern. Die habe ich jetzt gerade ausgepackt. Das hier wird Annemarie bekommen. Kennt, glaube ich, jeder, oder? Also, die mag im Moment total gerne Gesellschaftsspiele. Und deswegen wird sie den Ententanz bekommen. Den hatte schon Mira, aber da fehlen irgendwie 1000 Stück von. Und deswegen wird sie das bekommen. Die Feli wird das hier bekommen. Die ist ein totaler Fan von der Schule der magischen Tiere. Das hier wird die Mimi bekommen. Ein bisschen leise sein. Das fand ich so cool. Ich glaube, das ist richtig gut für jetzt, für diese Ferien und Corona-Zeit. Coole Ideen dabei. Und jetzt klingelt irgendwie mein Handy. Guck ich gleich. Und da lernt man dann schön schreiben. Oder was man mal wieder machen muss. Also wirklich ganz coole Sachen. Ich kann nicht schlafen. Mittagessen-Orakel. Kennst du schon. Also richtig cool. Das wird sie bekommen. Und das hier bekommt Carla. Bin mal gespannt, wie sie das finden wird. Sie mag die solche Sticker-Sachen und so ein Kram gerne. Und Eiskönige geben ja eh. Und das hier gehört noch zu Felice dazu. Also es fehlen natürlich noch ein paar Sachen. Ich hoffe, die kommen rechtzeitig. Und das ist auch so ein Rätsel-Spaßheft. Genau, und das hier ist für mein Parkenkind. Der bekommt so einen Bausatzkasten, wo er so rumschrauben kann mit. Das fand ich ganz cool. Und sowas hat er tatsächlich noch nicht. Und deswegen bekommt er sowas.
Und das bekommt auch Carla. Da lernt man in 2 bis 6 Schritten, was man so zeichnen kann. Schildkröten, Spinnen und so weiter. Ich glaube, da freut sie sich auch richtig drüber. Es ist Hermann-Zeit. Wir füttern Hermann. Ja. Gleich geht's los. Hier oben übrigens, seht ihr gerade, ich habe hier unten jetzt so eine Milchglasfolie dran gemacht, dass man hier nicht gleich immer durchschauen kann. Und oben haben wir jetzt ein Plissé drauf. Dran. Ich liebe es jetzt schon. Also es ist einfach so, dass man hier nicht komplett reingucken kann. Und wenn man das runter macht, ist es zwar anthrazit, aber trotzdem lichtdurchlässig. Also ich finde es richtig, richtig schön, muss ich sagen. Nur gucken. So, jetzt füttern wir erstmal Hermann. Ich glaube, einige haben das gar nicht mitbekommen. Ich habe auf Instagram nämlich eine Aktion ins Leben gerufen. Und zwar eine Aktion ins Leben gerufen. Hermann! Hier, ein Hermann bleibt zu Hause. Vielleicht kennt ihr früher, von früher immer noch den Hermann-Teig, den man füttern musste und rühren musste. Und das Fütter ein und Finger. Und heute kriegt der Hermann sogar Babys. Ja. Was heißt? Hermann kriegt heute Babys. Okay, was meinst du damit? Und das Hermann, ich erkläre es dir gleich. Und Hermann ist ein Weizensauerteig. Den habe ich angesetzt. Und den können wir jetzt, um den haben wir uns jetzt 10 Tage lang gekümmert. Und jetzt sieht man gerade nur noch Carlas. Halt, stopp. Und jetzt, heute ist es soweit, dass wir Hermann das zweite Mal füttern. Dann bekommt er Babys und dann können wir ihn auch essen. Was ist Babys? Was ist damit? Hermann kriegt doch einfach keine Teigbabys. Er kriegt wirklich Teigbabys, Schatzi. Hä, was meinst du? Siehst, oder? Was meinst du damit? Ich erkläre es dir später. So, wir müssen jetzt noch ein letztes Mal füttern und dann... Da ist ein Teigbaby. So, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Hier haben wir unseren Schrank. Wir haben uns jetzt für einen Garderobenschrank übrigens entschieden. Und... Geht es dir gut, Annemarie? Okay. Hier haben wir einen Hemmnis-Schuhschrank. Und jetzt haben wir hier nebendran, haben wir jetzt aktuell noch nicht irritieren lassen, da hinten ist noch ein Ostergeschenk. Haben wir hier jetzt die ganzen Sachen noch stehen. Das will ich jetzt aufräumen, weil ich habe mir passend zu diesem Schuhschrank noch eine Schuhbank geholt. Und die baue ich jetzt mit der Annemarie auf. Okay? Marie ist verrückt. Und tschüss. Heute. So, das ist jetzt die Schuhbank, von der ich gesprochen habe. Die werden wir jetzt aufbauen. Das Teil hier habe ich auch aufgebaut gehabt. Ich bin mittlerweile Aufbauprofi, sage ich euch. Und Kaya. Und Schrauben haben wir. Und Kaya hier. Was? Du willst da schlafen? Schlaf doch erstmal in deinem neuen Bett. Nein, Angst. Oh, sie will einfach nicht in ihrem Bett schlafen. Was machst du da? Du bist so ein Quatschvogel, weißt du das? Du bist so ein lustiges Kind. Frohe Ostern. Ostern, Ostern. Frohe Ostern. Wir haben Ostersonntag. Seit dem letzten Vlog ist einiges hier noch passiert. Und ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. Im Moment ist irgendwie der Wurm drin. Aber ich vlogge heute weiter. Und gucke auch, dass ich morgen ein bisschen was vloggen kann. Wir werden jetzt
Ostersachen bemalen. Das habe ich mir extra dieses Jahr aufgehoben, weil wir normalerweise an Ostern, das heißt Ostersonntag und Montag immer bei Freunden sind und Familie eingeladen. Und das haben wir ja dieses Jahr nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache da was Besonderes mit ihnen und wir basteln ganz, ganz viel. Das machen wir jetzt. Da habe ich schon alles hingerichtet. Nebenbei hört ihr den Thermomix, der macht einen Hefeteig. Da backen wir Hefehasen und danach essen wir einen leckeren Kuchen. Mama, ich nehme das hier. Kali ist auch hier. Ich nehme das hier. Und jetzt fangen wir mal an, würde ich sagen. Ich zeige euch mal, was wir haben. Wir haben von Aldi hier diese Keramikhäschen geholt gehabt. Und hier von, ja, du hast auch sowas. Und hier haben wir auch nochmal so ein ganzes Set. Und wir haben hier schon angefangen gehabt, Carla und ich, Osterhasen aus Origami-Papier zu falten. Das machen wir auch gleich noch. Die Mädels sind da hinten schon bereit. Mama, ich habe mir das hier geholt. Okay, wir gucken jetzt gleich. Wir gucken. Jeder darf sich eins aussuchen, okay? Hier, wir haben hier noch so Quarkhäschen und eine Apfeltasche von gestern. Dann habe ich hier Cupcakes, wieder von der lieben Michelle. So, so lecker und ganz lieb. Die macht mir immer extra welche ohne Nüsse, weil ich darf ja einfach keine mit Nüsse essen. Und da hinten haben wir einen riesengroßen Karottenkuchen von meiner Mama. Den essen jetzt die Kinder auch. Vor allen Dingen Annemarie und Christian malt hinten seinen Hasen an. Wir haben alle einen Hasen angemalt. Hier, Felice hat einen Wagen gemalt. Ich habe dieses Häschen hier gemalt. Die Annemarie hat einen gemalt. Den hat die Carla angefangen und die Carla hat auch noch einen fertig gemalt, ne? Ich auch. Mama, Mama. Ja, wo habt ihr eure hin? Zum Trocknen gestellt? Da draußen. Meine okay. Nach oben. Okay. Ich und die. Dann hole ich jetzt einen Kaffee für den Papa und Mädchen. Dann trinken wir ein bisschen Kaffee, ne? So, wir haben mittlerweile schon späten Nachmittag. Ich habe den Christian jetzt weggeschickt mit den Kindern. Der beschäftigt die jetzt ein bisschen und fährt Fahrrad mit denen. Und ich habe hier alles präpariert. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir aktuell nicht wirklich einen Garten, weil da haben wir alles rausgerissen. Und durch die Krise jetzt und die Spielplätze, die zu sind, will ich da jetzt auch keinen Rasen sehen, weil dann dürften die Kinder nicht drauf und das wollen wir im Moment nicht. Besser, sie spielen in der Erde, als dass sie überhaupt nicht draußen gescheit spielen können. Deswegen, also den Garten werden wir erst machen, wenn die ganze Zeit vorbei ist und die Spielplätze wieder offen haben. Dementsprechend kann man da nicht wirklich was verstecken. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich habe vor die Tür eine angenagte Karotte gelegt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt flüstere. Es ist ja eigentlich niemand da. Zeige ich euch mal, dann zeige ich mal, wo ich alles versteckt habe. Carla, was liegt denn da? Von Osterhasen. Der hat da einfach dran rumgenagt. Hat es einfach liegen gelassen. Na toll. Vielleicht hatte er keine Zeit mehr. Warte mal. Was? Warte mal hier kurz. Wohin gehst du denn? Ich mache eine Prüfung mit Muffin Dante. Aber meinst du nicht, der Osterhasen ist ein bisschen größer als Muffin? Stimmt. Anni ist wach. Anni, der Osterhase war da. Das hatte ich doch schnell genagt. Also, und dann lässt er es einfach liegen. Hat der eine Karotte angeknabbert, Anni? Ich glaube, der war da. Wollen wir dann mal gucken, ne? Annemarie hat gerade geschlafen. Oh, Baby. Darf ich die auch essen? Wenn du dem Osterhase seine Saba verträgst? Ja. Ich habe die magische Kraft. Was machst du denn, Carla? Knabber mal dran. Carla, darf ich dich mal bitte fragen, was du hier machst? Du testest, ob die Knabberspuren von einem Hasen sind?
was gefunden. Steht da auch dein Name drauf? Weiß ich nicht. Ich, Carla. Boah, du hast aber schnell was gefunden. War hier auch nicht so einfach, glaube ich, was zu verstecken, oder? Da ist doch ein Verlies dort. Ja. Guck mal. Annemarie. Lass sie mal runter, dann kann sie gucken gehen. Gleich nehmen wir es mit rein. Ich glaube, die beiden Großen haben schwierigere. Ach, Mira, findest du deins nicht? Ich sehe es. Also, ich sehe es schon von hier. Hast du auch was vom Osterhasen bekommen? Eine Osterhasengeschichte. Wir haben unser Essen fertig. Der Christian hat heute gezaubert. Hackbraten gibt es bei uns immer an Ostern. Oder falsche Hase. Ja, ich gucke gleich nach deinem Auer. Dazu gibt es eine Pilzrahmsoße. Die habe ich gemacht. Ich bin immer für Soßen zuständig. Selbstgemachte Knödel. Und für die Nicht-Knödelesser Spätzle. Na? Guten Appetit! Guten Appetit, setzt euch bitte mal hin. Genau, damit wollte ich mich jetzt auch von dem Vlog verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es waren wir ja 2 Tage zusammen. Einer motzt immer, oder? Es waren wieder 2 Tage zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder. Ciao! Nein!